Herzlich willkommen im Wald. Ich koche mir gerade ein Abendessen und wie ihr seht, kann ich das ganz gemütlich hier vom Bett aus tun. Ich bin wieder in demselben Gebiet, wo ich beim letzten Mal übernachtet habe. Also ist es der Wald, wo ich mir einen Shelter errichten will. Und genau dafür bin ich diesmal auch hergekommen. Heute Abend mache ich aber gar nichts mehr. Heute liege ich nur noch in der Hängematte rum, in der ich logischerweise heute Nacht auch pennen werde. Weil in der Stunde geht bereits die Sonne unter. Morgen will ich dann loslegen. Ich habe auch Beil dabei, Säge dabei und so weiter. Einfach einen kleinen Unterschlupf, einen Rückzugsort errichten, mitten in den Tiefen des Waldes. Mahlzeit. Also ich frage, was ist für eine Pampe ist, die ich mir da gönne. Also die Nudeln, das sind Linsennudeln. Darum sind die auch so orange, weil die sind aus roten Linsen. Also die bestehen aus nichts anderem als Linsen, nur aus Linsen. Das Praktische daran ist quasi, ich habe die Nährstoffe und das Aroma von Linsen, aber ich habe nicht die Kochzeit von Linsen, denn die brauchen nur so lange wie normale Nudeln. Und die Flocken, die ich daran geleert habe, das waren Reisflocken. Und auch die bestehen aus nichts als Reis, brauchen aber viel schneller. So koche ich 1-2 Minuten, sind die weich. Das heißt, ich habe mit einer Kochzeit von unter 10 Minuten quasi, was die Inhaltsstoffe angeht, Linsen mit Reis und spare mir aber eine Menge Kochzeiten. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade so für unterwegs. Das Einzige, was ich gerade hart bereue, ist einfach der Umstand, dass ich kein Olivenöl mitgenommen habe. Also ein Schuss Olivenöl darüber, das wäre es jetzt einfach. Das wird mir den Abend noch versüßen. Ich habe noch mit dem Gedanken gespielt, alles mitzunehmen, aber habe ich es doch nicht mitgenommen. Aber abgesehen davon ist es echt richtig toll gerade, weil sich hier direkt nebendran auch so ein kleines, etwas lichteres Stück befindet mit hohem Gras und hohen Pflanzen und drum zirpen hier ganz viele Grillen und Grashüpfer. Und hier auf der Seite habe ich dann den dunklen Wald. Das ist ein toller Kontrast, beziehungsweise es ist kein richtiger Kontrast, sondern es geht ineinander über. Und es ist einfach ein klasse Sound, den man auf sich wirken lassen kann. Und dazu ein Essen zu genießen, ist mir natürlich eine ganz besondere Freude. Es ist fast keine Helligkeit mehr übrig. Dasselbe gilt ungefähr für mein Essen. Ein bisschen ist noch drin. Aber mir fällt gerade noch was ein, während ich hier ganz entspannt am Spachteln bin. Und zwar habe ich dieses Netz hier noch nicht so richtig hingespannt von der Hängematte. Das ist ein Schnakennetz. Das kann man schon auch einfach so runterhängen lassen. Aber der Nachteil ist dann halt, dass man das irgendwie so ins Gesicht reinhängt und so weiter. Und das ganze Feeling in der Hängematte ist einfach besser, wenn man das aufgespannt hat. Darum will ich jetzt das letzte Licht noch nutzen, um es mal aufzuspannen. Muss ich halt mein Fraß nebenbei spachteln. Aber oh, das will ich schon noch erledigen. Los geht's. Okay, unvorhergesehene Wendung. Ich bin jetzt gerade auf einem Baum. Ich bin ja gerade hochgeklettert. Das ist direkt der Baum, an dem die Hängematte auch dranhängt. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum hängt er auf dem Baum rum? Ich will es euch erzählen. Ich habe gerade so aus dem Nichts kam mega das Grunzen und Trampeln aus der Richtung da hinten. Okay, dachte ich halt, ja, Wildschweine kommen. Es ist nicht so Außergewöhnliches. Aber es wurde in Windeseile immer lauter und die kamen so angeschnellt. Ich habe sie angerannt kommen sehen. Und dann zack, bin ich einfach nur schnell auf den Baum hochgeklettert, weil ich dachte, scheiße, was ist, wenn die mich überfallen, um mein Essen zu klauen? Und na, ich muss ehrlich sagen, hatte ich ein bisschen Schiss in der Situation. Aber die hatten mich gar nicht wirklich bemerkt. Sobald die mich bemerkt haben, sind sie pfeilschnell wieder weggerannt. Ich bin dann hier auf dem Baum gewesen, habe sie gerufen, hey, hallo. Und dann sind sie abgehauen. Shit, Mann. Kleiner Schisser direkt auf dem Baum hoch. Ich meine, wenn eine Wildsau dich wirklich angreift, dann hast du keine Chance, das ist klar. Das passiert äußerst selten. Der Punkt ist einfach nur, ich hoffe, man hört mich überhaupt über das Mikro hier so. Der Punkt ist einfach nur, dass es mehrere waren, die so schnell in meine Richtung gerast kamen,
Aber weil sie mich halt nicht bemerkt hatten. Ne? Die waren mit sich selber beschäftigt. Und zum Glück bin ich so ein guter Baumkletterer, schon seit Kindertagen. In ein paar Sekunden war ich hier oben. Ne? Und na, als sie mich bemerkt haben, wie gesagt, sind sie abgehauen. Jetzt klettere ich erstmal wieder herunter und dann spanne ich mal noch das Mückennetz auf. Von da hinten kamen sie angerast aus der Richtung. Den Rucksack positioniere ich jetzt zur Vorsicht ein bisschen höher, und zwar da oben im Baum, nicht dass die Schweine zurückkommen und dann sich da gütlich tun an meinen Nahrungsmitteln. Hier steht er jetzt auf dem Ast drauf. Da oben habe ich es eingehängt, so dass er nicht runterfallen kann. Das Ganze sieht vielleicht ein bisschen wackelig aus, aber das hält schon, vertraut mir. Und hier sind die Äste, wo ich vorhin hochgeklettert bin, wie irre. Und da unten ist der Boden. Und wenn ihr euch gerade fragt, wie ich da so schnell hochgekommen bin, das zeige ich euch am besten mal bei Tageslicht. Also wartet ab bis morgen früh. So ist die aktuelle Situation hier drin. Wie ihr seht, das Mückennetz ist nicht perfekt abgespannt. Das hängt schon ein bisschen runter, aber egal. Hauptsache, es ist überhaupt vorhanden. Ein paar Insekten habe ich auch schon mit eingesperrt. Wie zum Beispiel Kollege Nachtfalter hier. Werde ich gleich noch rauslassen gleich. Auf jeden Fall ist das Netz auch nötig, weil eine Menge Insekten hier unterwegs sind. Man hört auch jetzt immer noch die ganzen Grillen zirpen, was wunderschön ist. Das ist der perfekte Sound, um friedlich einzuschlummern. Falls ich nicht wieder Besuch von ein bisschen größeren Tieren bekomme, schauen wir mal. Noch ist nichts in Sichtweite. Aber da schleicht schon noch die ganze Zeit irgendwas rum. Ich höre es immer mal wieder knacken. Und klar, man, der größte Teil der Nacht liegt erst noch vor mir, das heißt, es wird noch ziemlich viel Wild hier in der Umgebung unterwegs sein, aber jetzt zum Beispiel rede ich gerade mit der Kamera. Das nehmen die natürlich schon 10.000 Lichtjahre gegen den Wind wahr. Das bedeutet, da kommt nichts näher ran, wenn ich mit der Kamera rede. Aber wenn ich jetzt gleich ruhiger bin, dann werden wahrscheinlich die ein oder anderen Tiere sich schon mal wieder nähern. Aber wenn ich hier ruhig und still liege, dann bin ich auch keine Bedrohung. Ja, schau mal, wie die Nacht verläuft. Wenn noch irgendwas Wichtiges passiert, dann melde ich mich. Ansonsten will ich jetzt mal versuchen einzuschlafen und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Morgen. Ich habe immer mal wieder ein paar Wildschweine gehört während der Nacht. Aber alles in allem verlief die doch relativ ruhig. 2-3 Stunden bin ich mal wach gelegen, weil ich halt immer wieder die Sounds gehört habe und deswegen ein bisschen aufmerksamer war. Aber abseits davon hatte ich 2 Passagen, in denen ich auch ein paar Stunden am Stück schlafen konnte. Also hätte schlimmer laufen können, was den Schlaf angeht. Es ist so schön da hinten. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie das gestern Abend genau abgelaufen ist, als ich da plötzlich überrascht wurde. Ich saß also hier drin, habe mir ganz genüsslich die Mahlzeit gegönnt, auf einmal. Und zwar rasend schnell so. Das waren nur 2 Stück, aber ich dachte, es wäre eine ganze Horde, weil die so angerast kamen. Wirklich im Schweinsgalopp kamen die angerannt und ich habe kaum was gesehen. Es war total dunkel und es befindet sich direkt in der Richtung da hinten so eine Senke. Das heißt, die kamen von unten hochgerannt und ich wusste nicht, wie viele es waren. Ich habe nur die Sounds gehört, da wurde ich schon ein bisschen aufmerksamer, je näher die kamen. Und die sind so schnell gerannt, dass in Windeseile, zack, waren die Geräusche, die vor ein paar Sekunden noch ewig halt wegschienen, quasi direkt vor meiner Nase. Da bin ich mal, schon mal habe ich mich erhoben und die Kamera hatte ich noch um den Hals hängen, weil ich gerade die Szene gefilmt hatte, wie ich mit dem Löffel in die Schüssel reinfahre. Und dann bin ich direkt rüber zum Baum. Zack. Und schon war ich oben. In so einer Situation denkt man auch nicht groß nach. Man rennt darüber und handelt. Und erst als ich hier oben war, habe ich die dann überhaupt zu Gesicht bekommen.
Das war genau dort hinten, wo der Bodenbewuchs beginnt. Und da habe ich dann auch erst gesehen, dass es nur zwei Stück waren und nicht eine ganze Horde. Und eins von denen ist dann stehen geblieben, hat seinen Rüssel in die Luft gestreckt und so rumgeschnuppert. Und in dem Moment wurde mir erst klar, dass die mich noch gar nicht bemerkt hatten, ne? Dass die von sich aus einfach so am Tollen waren. Ich dachte echt, die hätten mein Essen gerochen und würden sich da jetzt auch einfach ihre Portion gönnen wollen, weil sie eben so gerast sind. Und deswegen bin ich auch auf dem Baum. Ne? Man kann ja nie wissen. Auch wenn Wildschweine im Prinzip, wie alle Wildtiere, wenn die einen bemerken, dann hauen die ab. Und so war es auch hier, als es mich dann wirklich gerochen hat und als ich dann auch gerufen habe, ja, und auf mich aufmerksam gemacht habe, da waren die dann klar, okay, da ist ein Mensch. Und dann sind sie wirklich sofort pfeilschnell in die Richtung weggeflitzt. Aber so kam ich auch endlich mal wieder in die schöne Situation, auf einen Baum zu klettern. Ich habe das als Kind geliebt und ganz häufig gemacht, aber inzwischen ist es schon wieder Jahre her, dass ich auf einem Baum oben war. Ich bin jetzt auch nicht wirklich hoch hier, ja. Aber das reicht mir schon, um einfach mal dieses ganz besondere Feeling, was man einfach nur oben auf einem Baum hat, endlich mal wieder zu fühlen. So, und jetzt zeige ich euch mal die Stelle, wo die Schweine sich rumgetrieben haben aus der Nähe. Dann versteht ihr nämlich auch, warum die da waren. Hier haben wir nämlich eine richtig schöne Drecklache. Schön Schlamm, Wasser, alles. Und hier sehen wir auch die ikonischen Spuren im Schlamm. Und weit davon liegt ja auch eine Bussardfeder. Die finde ich immer ganz besonders schön, weil sie so herrlich braun-weiß gestreift sind. Und genau hier, wo ich jetzt gerade stehe, war das erste Schwein, das mich bemerkt hat. Und da drüben ist der Baum, auf dem ich saß. Jetzt nochmal aus der Sicht des Schweins. Stellt euch vor, ihr seid hier im Unterholz unterwegs. Auf einmal riecht der Mensch. Dann kommen aus dem Baum hier auch noch Menschenschreie und dann zack, ab die Post. Ich bin gerade am Bach, um mein Wasser abzukochen. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Salamanderlarven. Vielleicht sind es auch junge Molche. Auf jeden Fall sind es die Larven von irgendeiner Amphibienart, die gerade noch dabei sind, sich von der Kaulquappe zum fertigen Tier zu entwickeln. Und was mir gerade echt auffällt, wie ich mir diese anschaue, das sieht man auf dem Video wahrscheinlich nicht, die haben wahnsinnig schöne Augen. Die Augen sind halt nur winzig klein, ungefähr einen Millimeter klein sind die. Und das kann man mit der Kamera nicht so gut einfangen, aber das ist einfach so ein kleines Larvenwesen in so einem winzigen, mystischen Teich mitten im Wald, das mich aus seinen wunderschönen Augen anschaut. Das hier sind stabile Astgabeln, auf deren Basis will ich mir ein Hochbett errichten. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen mehr Material, deswegen kämpfe ich mich hier gerade durch die hohen Brennnesseln. Denn hier sind tote Eschen. Die sehen auch relativ stabil aus. Damit kann ich auch gut arbeiten. Thank you.
Mit diesem Pflock schlage ich die Löcher in den Boden, in die anschließend die Astgabeln reingerammt werden. So, ich mache jetzt Feierabend für heute, weil die Sonne gleich untergeht. Also ich habe jetzt mal die zwei Astgabeln hier in den Boden gerammt und dann einen so einen stabilen Ast quergelegt. Dasselbe will ich dann da oben noch machen. Und dann werden eben der Länge nach Fichtenstangen auf das Konstrukt, was dann steht, gelegt. Und dann hoffe ich, dass so mit dem Bett entsteht. Ich werde wahrscheinlich relativ zeitig morgen wieder heimgehen, weil dann soll es erstmal regnen eine Zeit lang, ein, zwei Tage lang. Und wenn das jetzt fertig wäre, dann wäre es natürlich schon mal reizvoll, da auch ein paar verregnete Tage drauf zu verbringen und unterm Tarp zu schlafen und so weiter oder vielleicht sogar ein regendichtes Dach zu erschaffen. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich mich hier nicht im Regen abplagen. Das heißt, zum morgen Mittag haue ich ungefähr ab. Und möglicherweise schaffe ich es vorher noch, hier morgen merklich weiterzubauen. Wenn nicht, dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Aber immerhin weiß ich jetzt schon mal ungefähr, was ich will. Das ist für mich auch immer so, dieser Prozess überhaupt zu überlegen, was will ich eigentlich genau bauen. Und egal, wie viel ich mir im Vorhinein Gedanken mache, letzten Endes ergibt sich dann in der Location selbst erst so wirklich. Und ja, gibt mir auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Gefühl, dass ich darüber jetzt Klarheit habe. Die Pfosten hier sind auch nicht so wirklich stabil. Da muss ich morgen die Löcher noch tiefer in den Boden reinrammen, sodass die da wirklich stabil im Boden drin sind. Aber jetzt lasse ich den Tag erstmal ausklingen und mache was zum Abendessen. Ich werde einfach niemals müde, diese schönen Nahaufnahmen von irgendwelchen Pflanzen zu machen. Wenn ich eine Pflanze filme oder fotografiere, dann ist es für mich, als würde ich ein Porträt von einem Menschen machen. Zum Beispiel die Haselnuss hier. Die hat für mich einfach Charakter. Wie sie, nur diese eine Haselnuss, in genau der Formation so über dem Blatt hängt oder auch der Farn. So zauberhafte Schönheit steckt einfach in diesen ganzen Blättern drin. Pflanzen sind sowas Wunderbares. Ich freue mich richtig, dass ich von denen umgeben bin. Schweinchen waren wieder da, während ich gegessen habe. Ich habe sie nicht gesehen, aber gehört. Beziehungsweise jetzt höre ich sie auch immer mal wieder. Insekten fliegen mir durchs Gesicht. Jetzt höre ich sie auch immer mal wieder da drüben noch. Aber vorhin waren sie lauter. Aber diesmal konnte ich entspannt bleiben, weil ich schon damit gerechnet habe. Und ist ja klar, das ist auch deren Wald und die sind ja natürlich auch immer nachts unterwegs. Es zieht gerade den Winter rauf und der Wind... Jetzt reicht's mir hier. Der Wind trägt eine kühlere Luft heran und vielleicht wird er heute Nacht auch schon Regen herantragen. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit wurde für heute Nacht Regen vorhergesagt, aber die Vorhersage ist halt auch schon wieder 30 Stunden her. Ich habe keine aktualisiertere gelesen, weil ich natürlich hier keinen Internetempfang habe an der Stelle. Ich habe jetzt keinen Tarp über die Hängematte gespannt. Ich hoffe, dass ich es nicht bereue. Die Kamera werde ich wahrscheinlich in die Tüte einpacken. Und ja, mal schauen, wie die Nacht verläuft. Je nachdem melde ich mich nochmal, wobei, wenn die Kamera in der Tüte ist, dann wird es wahrscheinlich zu kompliziert. Aber aller Wahrscheinlichkeit war das jetzt die letzte Aufnahme für heute und damit bin ich für diesen Tag erstmal raus. Jetzt ist er da, der Regen, aber ich freue mich für den Wald, dass es regnet, weil die Erde ist schon wirklich ziemlich staubig und ausgetrocknet. Das habe ich auch gemerkt, dass ich hier die Löcher für die Pfosten reingeschlagen habe.
Ja, und am Blätterdach geht es noch einigermaßen. Da kommt der Regen gar nicht so richtig durch, weil es ist auch mehr ein Geniesel. Und ich habe jetzt noch eine Stunde hier weiterzuarbeiten und danach mache ich die Fliege. Ich habe auch was ausgetauscht. Ich habe jetzt die zwei dicken Balken hier vorne reingerammt. Und da ist dann auch der eine Querbalken schon drauf. Und hier drüben mache ich jetzt gerade die Löcher für die zwei dünneren Balken. Die Schaufel ist perfekt von der Größe, um danach zu helfen. Wie ihr seht, gerade so die Dicke, die ich für das Loch haben will, entspricht auch der Breite des Schaufelblattes. Es fällt auf, dass die Astgabel sich hier viel höher befindet als hier, weil natürlich der Boden schräg ist. Also wäre ich mal hier ungefähr, das ist vielleicht auch nicht ganz gerade perfekt, aber ist nicht so schlimm. Es kommt nur darauf an, dass es ungefähr stimmt, dass das Ding nicht vollkommen krumm wird. Machen wir mal eine Kerbe rein. Der Regen wird immer stärker und ich packe jetzt mal mein Zeug zusammen und haue hier ab. 3 von 4 Pfosten sind jetzt mal am Boden versenkt. Es ist gut, dass es regnet, weil wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann wird der Boden um die Pfosten rum einmal aufgeweicht worden sein und dann wieder fest dahin getrocknet. Das verleiht dem Ganzen auch nochmal mehr Stabilität. Und auch wenn die ganze Nummer noch ein bisschen wackelig aussieht in den Augen von dem einen oder anderen, wartet ab, das ist noch nicht das finale Stadium. Beim nächsten Mal bauen wir da weiter dran. Und Stück für Stück wird es alles werden. Eigentlich richtig schön, einfach mal nur so im Regen zu sitzen. Okay, jetzt muss ich aber hinne machen, sonst verpasse ich den Bus noch. Und den sollte ich nicht verpassen. Aber wenn ich den nicht bekomme, dann muss ich richtig weit laufen zu einer anderen Haltestelle, weil dieser eine kommt nur einmal am Tag. Okay, das war's für dieses Mal. Ich bin jetzt gerade am Abstieg. Der Regen wird immer stärker, also es war schon die richtige Entscheidung, zurückzugehen. Aber das ganze Kapitel da von wegen dort ein Lager errichten und so weiter ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Da bin ich ja gerade erst am Anfang, was das angeht. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch im Leben alles Erdenklich Gute. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.